Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erzähle ich euch endlich, auf welches Enduro-Rennen ich gehe, wie ich dafür trainiere, warum, weshalb ich das Ganze mache und wie ich das Ganze überhaupt jetzt schlussendlich wirklich angehe. Viel Spaß beim Video. Also Leute, ich habe ja dieses Ziel von dem Enduro-Rennen und ich habe so gemerkt, in dem ganzen Chaos, was es so gibt, brauche ich ein bisschen Struktur und da hat sich eine passende Kooperation angeboten und zwar mit der App Fabulous. Mehr über diese App erzähle ich euch jetzt gleich, denn das ist der Partner und Sponsor des heutigen Videos und echt, also die App, ich erzähle euch gleich direkt mehr, ich setze mich erstmal hin. Also Leute, die App Fabulous, das ist diese App hier, ich zeig's euch mal. Die ist dafür da, um gute Routinen in sein Leben zu bringen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, viele kleine Routinen führen euch irgendwann ans Ziel. Und ich habe das schon oft in meinem Leben gemerkt, dass es genauso ist, sei es im Fitness, im Breakdance. Und deswegen implementiere ich das jetzt auf das Enduro-Rennen. Und die App Fabulous lässt dich halt total personalisiert deine Routinen und deine Rituale planen. Zum Beispiel dein Morgenritual, dein Nachmittagsritual, dein Abendritual. Es fängt super easy an mit so einfachen Dingen wie zum Beispiel am Anfang vom Morgen direkt etwas Wasser zu trinken und es führt dich so Stück für Stück an den Erfolg deiner Routinen ganz entspannt in deinem Tempo. Das Gute daran ist, das Ganze ist komplett personalisierbar. Das heißt, du kannst komplett selber gestalten, was für Routinen du etablieren möchtest. Bei mir ist es zum Beispiel das mit dem Rad zur Arbeit fahren, weil ich immer einen Uphill habe, auch im Heimweg und deswegen den Uphill trainiere für das Rennen. Oder so Sachen wie, dass ich mir Zeit nehme, kurz mal durchzuatmen, also auch so Mindset-Geschichten und vielleicht gerade in der aktuellen chaotischen Zeit, wo eine Krise nach der anderen folgt, tut mir persönlich das extrem gut. Außerdem hilft die App mir auf jeden Fall, meine täglichen Routinen einfach wieder immer zu erledigen. Denn ich bekomme ständig eine Erinnerung, Push-Nachricht auf meinem Handy und habe da meine täglichen Routinen, die ich brauche, die du dir halt auch selbst einfach stellen kannst, wie schon gesagt. Und das hilft mir extrem, meinen Tagesablauf zu strukturieren. Ich bin immer am Tag vorher, bevor der Tag losgeht, mache ich mir meine To-Dos für den Tag. Plus ich habe dann die App für meine Routinen. Und das ist auf jeden Fall eine Erleichterung für den Tag, weil alles, was ich nicht im Kopf habe, habe ich frei an Kreativität und kann mich auf Sachen konzentrieren, die ich zu tun habe und wo ich meine volle Energie für brauche. Also, wenn du auch Bock hast, deinen Routinentrainer und deinen Coach immer in der Hosentasche zu haben, der dich daran erinnert, wann du was zu tun hast, dann kann die ersten 100 Leute in dem Link in der Beschreibung 25% auf die Premium-Version der App sparen. Das heißt, wenn du Bock hast, was in deinem Leben zu verändern, du hast bestimmte Ziele für dieses Jahr und du möchtest Routinen und Rituale etablieren in deinen Tagesablauf, dann check das gerne mal ab. Also ich bin echt happy, dass ich da diesen Premium-Zugang habe, weil es gibt einem einfach immer ein gutes Gefühl. Du hast so Erfolge, die du jeden Tag neu erreichst und diese Erfolge führen mich letztendlich zu meinem Ziel. Mehr über die Routinen, wie das Ganze läuft und welches Rennen ich mitfahre, erzähle ich euch jetzt gleich, aber dafür gehen wir einmal nach oben, denn ich will da so ein bisschen was am Whiteboard aufmalen für euch. Let's go! So Leute, vielleicht fragt ihr euch auch, warum macht der Daniel überhaupt so ein Theater? Ganz einfach, weil ich bin einfach nicht der krasseste Fahrer. Und ich möchte irgendwie bestmöglich vorbereitet sein. Und mein Ziel ist einfach nicht letzter zu werden. Punkt 1. Warum mache ich überhaupt dieses Enduro-Rennen mit? Ganz einfach, Kiste. Ich möchte einfach mal sowas erleben, wie sich sowas anfühlt. Ich habe da nicht große Ansprüche an mich selber, dass ich da eine gute Platzierung oder eine gute Zeit fahre oder was auch immer. Mir geht es da eigentlich mehr so um Spaß. Vor allem mit Marc zusammen auch. Und mir geht es darum, da die Erfahrung zu sammeln. Und mein Ziel ist, nicht letzter zu werden. Wie mache ich das Ganze? Mit, ja, wie ich eben schon gesagt habe, Routinen. Also,
Alles ein bisschen nass. Schreiben wir auf die Seite. Welche Routinen habe ich mir da überlegt? Punkt Nummer 1 ist natürlich Training. Was für ein Training mache ich? Ich gehe mindestens 2-mal die Woche Mountainbike fahren im Wald, Downhill, und gehe dadurch, dass ich meine Routinen so gelegt habe, dass ich immer zur Arbeit mit dem Rad fahre, mittlerweile egal welches Wetter ist, weil die App mich einfach motiviert hat dazu, und ich will einfach mal dieses, da kommt so ein Sound, wenn ihr den klickt, wenn ihr das geklickt habt, das ist einfach übelst befriedigend. Und sozusagen trainiere ich 3 bis 4-mal die Woche Uphill fahren. Das heißt, ich habe ein Training, das ist das, was auf dem Bike stattfindet. Das heißt, ich habe was auf dem Bike. Plus, ich habe Training im Gym. Da trainiere ich jede Muskelgruppe 2-mal die Woche, wenn ich es schaffe. Manchmal klappt es auch nur so 1,5-mal die Woche. Aber nichtsdestotrotz reicht das. Zusätzlich habe ich ja noch ein paar Kurse, die ich gebe. Und habe da Breakdance und Hit the Beat Breakletics. Das ist auch alles eher so Kraftausdauer, funktionales Training. Als das kann man das zählen. Und das hilft mir einfach noch mehr Kalorien zu verbrennen. Denn der nächste Punkt, den ich habe, ist die Ernährung. Wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich 96 Kilogramm gewogen auf 1,79 Meter. Das war das schwerste Gewicht, was ich jemals hatte nach Weihnachten, und es ging überhaupt nicht so weiter. Also ich wollte unbedingt abnehmen. Stand jetzt, heute aktuell, haben wir schon 86 Kilo. Das heißt 10 Kilo ungefähr seit Januar verloren. Ich würde gerne noch minus 4, das wäre so mein Standardgewicht, das ich früher immer hatte, 82 Kilo. Damit würde ich mich sehr wohl fühlen, und ich habe halt einfach 12 Kilo weniger, ne Quatsch, 14 Kilo weniger, die ich berghoch treten muss. Und gleichzeitig aber habe ich meine Muskulatur gut erhalten. Ich habe so eine Inbody-Messung gemacht, die misst Muskulatur, Fett, Wasser im Körper, Fett und die Organe, alles mögliche einfach. Und ist nicht so super exakt, aber es gibt dir so eine Richtlinie, und wenn du das regelmäßig machst, kannst du dafür dein Training, deine Ernährung kannst du einfach ein bisschen besser steuern, gibt dir ein bisschen mehr Kontrolle. Dann darüber hinaus mentale Dinger so, ne? Mir hat dabei extrem geholfen, nochmal das Basic Training mit dem Thomas zu machen, nochmal die Grundpositionen zu lernen, Sachen wie Bremsen zu lernen, Kurvenfahren zu lernen, diese ganzen Basics alle nochmal im Kopf durchzugehen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, ich wage mich dann auch immer mal wieder an so Drop-Geschichten ran und Sprünge, weil ich das einfach nicht verlernen möchte, wenn es dann halt richtig losgeht. Ne? Das heißt, auf jeden Fall versuche ich immer mental vorbereitet zu sein. Aber viele von euch haben es ja gefragt, zu welchem Enduro-Rennen, Junge, gehst du denn eigentlich? Und ich glaube, das interessiert auch viele. Das erzähle ich euch jetzt. Ja, ich will die Spannung auch gar nicht großartig weiter aufrechterhalten. Ich sage es jetzt einfach gerade raus. Und zwar wird es das Enduro-Rennen in Willingen. Viele von euch haben es sich sicherlich schon gedacht, weil es war das erste Rennen, was man, wofür man sich anmelden konnte und wo die Anmeldung offen war. Und natürlich habe ich das genommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich danach das Wochenende vielleicht sogar das in Winterberg noch mitfahre. Für das bin ich aber nicht angemeldet. Ich denke, ich mache das spontan abhängig davon, ob da noch Plätze frei sind und ob es mir gefallen hat. Ne? Ich weiß ja einfach noch gar nicht, sag's euch ehrlich, wie es ist, ich weiß ja noch gar nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht habe ich überhaupt keinen Spaß an diesem auf Zeit fahren. Vielleicht habe ich auch keinen Spaß, berghoch zu fahren und dann bergunter. Und vielleicht ist es mir auch viel zu viel in Richtung Trail fahren und in zu wenig in Richtung Park und Springen und so. Das heißt, ich mache das wirklich komplett spontan abhängig davon, wie gut es mir gefallen hat. Und ja, wenn du auch in Willingen dabei bist, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim Uphill ein bisschen supporten, unterhalten, damit es nicht so ätzend ist, berghoch zu fahren. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob einer von euch dabei ist. Würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, das Video war informativ. Ein bisschen was anderes als sonst, aber es war halt so ein Thema, was so lange offen war und wo ich jetzt die letzten Wochen wenig drüber gesprochen habe, weil ich einfach viel auch ja, an mir selber gearbeitet habe, versucht habe, irgendwie im Chaos einen klaren Kopf zu behalten, weil
momentan in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, einen kühlen, klaren Kopf und Klarheit für sich zu behalten, ist das Allerwichtigste. Es ist so viel Chaos, so viele negative Dinge. Ich muss es euch nicht sagen, ihr werdet es alles mitbekommen haben, aber ich will das ja gar nicht so groß thematisieren, weil ich möchte, wenn wir aufs Bike gehen oder wenn ihr Videos von mir schaut oder so, dass das so ein bisschen so eine, wie so eine Auszeit ist. Ne? Ich nutze das Biken für mich auch als krasse Auszeit vom Alltag und von den Problemen und so, die es gibt. Deswegen sprechen wir darüber nicht, aber ich denke, ihr wisst genau, was ich meine. Es hat uns alle geschockt, mich persönlich auch krass. Ja, heftig einfach, was abgeht, dass sowas halt nochmal möglich ist in 2022. Ja, naja, Leute, ich hoffe aber, euch geht's gut und ich hoffe, dass alles am Ende gut ausgeht und es nicht noch viel chaotischer wird. Lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.